Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinschaut. Wie ihr seht, habe ich euch heute eine wundervolle mehrstöckige Herztorte mitgebracht und möchte euch einfach mal zeigen, wie diese ganz schnell und easy zu machen ist. Kommen wir zu unseren Zutaten. Ihr benötigt Blockschokolade, Butter, Zucker, zwei Eier, Backpulver, Mehl, Milch und zwei kleine Herzformen. Ich werde euch mal verlinken, wo ich die bestellt habe. So, dann beginnen wir damit. Unsere Schokolade und die Butter in einer Schüssel über einen Topf mit heißem Wasser zu schmelzen. Achtet bitte unbedingt darauf, dass kein Wasser in die Schokoladen-Butter-Mischung kommt, denn sonst fängt es an zu gerinnen. Unter ständigem Rühren tut ihr eure Schokolade mit der Butter zusammen schmelzen. Ich habe jetzt hier vergessen, die Schokolade zu zerkleinern. Es dauert dann einfach ein bisschen länger, aber ist auch kein Problem. Nun könnt ihr eure beiden Eier voneinander trennen, und zwar Eigelb von Eiweiß. Ihr stellt das Eigelb dann erstmal zur Seite, weil wir im folgenden Schritt unser Eiklar mit dem Kristallzucker steif schlagen werden. Und anschließend werden wir uns um unser Eigelb kümmern. Ihr schlagt nun kurz das Eiklar an und gebt anschließend mit einer Portion euren Kristallzucker hinzu. Schlagt das Eiweiß nun so lange, bis es fest und glänzend wird und ihr die Schüssel kopfüber drehen könnt, ohne dass etwas herausläuft. Stellt das geschlagene Eiweiß nun erstmal zur Seite und gebt eure zwei Eigelb in eure Rührschüssel. Schlagt diese kurz an, gebt anschließend euer Mehl, Backpulver und eure Milch hinzu. Ihr lasst nun alles so lange miteinander aufschlagen, bis sich alle Zutaten gut miteinander vermischt haben, so circa 2 Minuten. Anschließend gebt ihr eure Butter-Schokoladenmischung hinzu und lasst alles nochmal ungefähr 2 Minuten gemeinsam aufschlagen. Wenn sich alles gut miteinander vermischt hat, können wir jetzt unsere Schokoladenmasse unter unser geschlagenes Eiklar unterheben. Kratzt alles, was ihr an Schokolade habt, aus dieser Schüssel raus, denn es wäre viel zu schade, wenn wir irgendetwas verschwenden würden, da es einfach viel zu lecker schmeckt. Nehmt eure Gummilippen zur Hand und rührt ganz vorsichtig die Schokoladenmasse unter das Eiweiß, bis sich alles gut miteinander vermischt hat. Und das war's auch schon an den Vorbereitungen. Ihr könnt jetzt eure Backförmchen, die ihr vorher gebuttert und gemehlt habt, mit der Schokoladenmasse befüllen. Und anschließend könnt ihr eure Herzform in den Backofen schieben. Also, ihr seht jetzt, diese zwei Schokoladenkuchen sind wirklich sehr schnell zuzubereiten und bieten eine tolle Grundlage, entweder als so normaler Kuchen oder für eine Torte. In eurem vorgeheizten Backofen werden die Herzformen nun 15 bis 25 Minuten gebacken. Dies variiert je nach Ofen. Nach 15 Minuten würde ich euch raten, macht einfach mal die Stäbchenprobe und vielleicht könnt ihr eure Form sogar schon aus dem Ofen holen. Lasst sie dann noch ca. 10 Minuten auf einem Rost auskühlen, dann können sie ganz leicht aus der Form gelöst werden. Dies war nun Teil 1 von meinem Video, wie wir eine mehrstöckige Herztorte backen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es liked. Und wenn ihr gerne mehr sehen möchtet, dann abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. Für Teil 2 folgt doch einfach dem Link in der Infobox. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Video. Ciao!